Wie auf jedem neuen Gürtelrang hat man ja in den meisten Karate-Stilen erstmal eine Aufgabe und das ist eine neue Kata lernen. Aber ist das wirklich so? Ich habe mir für diesen Gürtelrang vorgenommen, auch mit dem Stilrichtungswechsel, dass ich die Haiyan Godan, die jetzt für den blauen Gürtel die im Prüfungssystem stehende Kata ist, mal einen anderen Weg gehe. Und die Mission dieses Videos ist es, a, aufzuzeigen, wie war so eine Kata eigentlich gedacht und b, wie kann man die eigentlich optimal lernen. Ich hatte zwar mal zu diesem Thema ein Video gemacht, aber das ist schon vor 2 Jahren passiert und ich bin einfach schon viel länger in der Karatewelt jetzt unterwegs und habe auch viel, ja, ich würde sagen, praxisnähere Wege für mich gefunden, solche Formen auch zu lernen. Jeder kennt die Geschichte, wie sie erzählt wird. Der kleine Junge kommt zum alten Meister auf seinem Berg und sagt dem, du, die hauen mich immer in der Schule. Und der alte Meister, der zeigt ihm eine Kata. Er zeigt ihm, so verteidigst du dich, wenn dich einer in der Mitte haut, dann ziehst du ihm eine. So machst du, wenn dir jemand treten will, danach hoch und rein. Und irgendwann nennt man das Ding im Karate Haiyan Shodan. Ja, aber das ist doch nicht das, was heute unterrichtet wird. Heute in vielen Dojos schaut es doch so aus, man lernt die Form und man lernt den Ablauf. Ja, so musst du da machen, da musst du so stehen, da muss die Hand so sein. Und erst viel, viel später wird einem erklärt, ey, was lernst du da eigentlich? Was ist der Sinn? Was sind die Interpretationen? Und spannenderweise, es gibt ja immer Kommentare bei mir und es gibt auch Diskussionen. Und es gibt einen Standpunkt, der wird meistens mit einer sehr ruppigen und auch düsteren Art zu sprechen dargestellt. Sorry, aber das ist nun mal der Großteil des Hasses auf diesem Kanal. Und das ist, du verstehst Kata nicht, denn man muss erst die Bewegung perfektionieren, so wie die alten Meister, und dann irgendwann offenbart sich einem dieser Weg. Nun frage ich mich, warum mir die Leute das immer mit Beschimpfungen mitteilen, da scheint der Weg nicht ganz so gängig zu sein. Liebe Leute, wer dem Kanal folgt, weiß es, und für jeden anderen, wir haben keine historischen Belege dafür, wie Kata ausgesehen haben kann. Wir wissen nicht, was genau ursprünglich mit welcher Form gemeint war. Und wir haben vor allem heute nur veränderte Formen. Ey, das, was wir als Haiyan- oder Pinan-System oder Tiki-System sehen, das sind Veränderungen, die gemacht wurden, um das Zeug erstmal an die Schulen zu bringen, damit es Kinder oder Jugendlichen kompatibel ist. Klar, jeder Stil setzt hier andere Schwerpunkte. Wenn man vielleicht in einem Stil ist, wo der Gründer noch die Katas mitgemacht hat und auch sich Gedanken gemacht hat, dann ist das was anderes. Aber ich spreche hier wahrscheinlich von 90% der Karateka in Deutschland. Jetzt mal vom Historischen dazu, denn das klang vielleicht jetzt ein bisschen abwertend, warum man eine Kata dennoch lernen sollte. Nummer 1, es ist auf jeden Fall sportlich eine Herausforderung. Es ist koordinativ eine Herausforderung. Und man kann jetzt sicherlich diskutieren, ob beispielsweise ein Senkutsu-Dachi im Karate eine sinnvolle Stellung für den Kampf ist. Aber wenn man mal die Hüfte nach vorne macht, dann ist es auf jeden Fall ein sinnvolles Training für die komplette Bein- und Gesäßmuskulatur. Und der Effekt, der hat nichts mit Historie zu tun. Der Effekt, der hat nichts mit Interpretation oder Anwendung zu tun. Kurzum, wenn mich diese Stellungen fit machen, ich glaube, dass es jeder weiß, dass wenn auf der Straße irgendjemand angreift, dass man sich nicht einfach so postiert, sondern dass man natürlich eine andere Position einnimmt. Wir reden hier von Grundtraining, Grundschule, Grundtechniken. Die letzten Gürtelränge habe ich alle Prüfungen nach dem folgenden Muster gemacht. Ich habe mir die Form zeigen lassen, ich habe sie zu Hause geübt und irgendwann, wenn der Ablauf saß, habe ich entweder im Training oder durch eigene Gedanken oder durch das Netz und verschiedenes Herumfragen versucht, Sinn in diese Bewegung zu bringen. Diesmal mag ich es anders machen. Welche Form von Kata-Buch oder YouTube-Video oder ähnlichem man verwendet, spielt eigentlich keine Rolle. Ich bin aber ein riesengroßer Freund von dem Karateka Christian Wedewart und schätze auch dieses Buch sehr. Es ist keine bezahlte Werbung, ich empfehle das Buch, weil ich es einfach gut finde. Und hier möchte ich dieses Mal mir Gedanken darüber machen, wofür ist diese Kata Haiyan Godan eigentlich da? Was wird darin wirklich behandelt? Was sind die Konzepte, die nach dieser Interpretation, es gibt viele möglichen, eigentlich gelehrt werden sollen? Kurzum, ich mag mir diesmal in der Geschichte den alten Meister schaffen, mag lernen, wie funktionieren die Bewegungen und die Techniken, das wird auch in Partnerübungen intensiv geübt, und dann wird eine Form dazu geübt,
damit ich die einzelnen Techniken nicht vergesse und ein Bewegungsmuster dazu bekomme. Wie das Ganze ablaufen wird, das werden die nächsten Monate zeigen. Aber nachdem jetzt 5, 6 verschiedene Katas in verschiedensten Mustern im Karate und noch mal ein paar mehr im Kobudo nach dem Prinzip erst die Kata, dann die Anwendung gelernt wurden, finde ich, kann man auch mal ein Experiment an dieser Stelle machen. Ich habe versprochen, am Ende noch mal über das bessere Lernen einer Kata zu sprechen. Und die Frage, die beantworte eigentlich nicht ich, sondern die beantworten über 15 verschiedene Karatemeister, denen ich die Frage gestellt habe, wie empfiehlst du mir eigentlich, eine Kata zu lernen? Daher kommt das jetzt relativ kurz, wenig ausgeschmückt und direkt anwendbar. Wenn du die Kata schon ein bisschen vom Ablauf her kannst, sie aber noch schleifen möchtest, lauf sie in deinem Kopf als eine Art Meditation. Du kannst abends nicht einschlafen, lauf doch einfach deine Form. Und das Interessante ist, im Kopf korrigierst du dich selber, im Kopf visualisierst du dir, wie muss die Stellung sein, wie muss die Hand sein. Da sind wir wieder beim Kampfkunstthema. Und du kannst auch bei einzelnen Positionen nachdenken. Ein weiterer guter Punkt, um eine Kata zu lernen, isolier dir einzelne Passagen und mach sie dir auch lernbar. Ein Karatemeister sagte mir, dass er die Tiki-Katas auf der Toilette übt. Finde ich total lustig, macht aber auch Sinn, wenn man die sich anschaut. Ich habe es für mich am Schreibtisch irgendwann gemacht, dass ich nur noch zwischendurch immer mal eingeübt habe, so als kleine Füllbewegung, was eine Sequenz aus der Shorin-Ryo-Version der Haian Shodan war. Ich hatte am Anfang mit Weiß dieses Bewegungsmuster schwierig reinbekommen. Eine Woche immer mal wieder am Schreibtisch das gemacht und natürlich zwischendrin kontrollieren lassen, dass man nichts Falsches einübt, und das war drin. Ein weiterer spannender Punkt, wenn du die Sachen schon isolierst, du kannst es auch in einer kleinen Wohnung üben. Ich habe die meisten meiner Katas damals noch in der Einzimmerwohnung geübt. Das geht, indem man einfach nur die Kata zerlegt und diese Einzelsequenzen übt. Auf der großen Fläche kann man sie dann aneinander packen. Und es gibt noch so viele Möglichkeiten mehr. Einer hatte mir zum Beispiel gesagt, übt das erstmal im Wasser, am Weiher oder im Schwimmbad. Dadurch werden auch alle Kicks erstmal leichter und weniger gelenkschädigend, wenn man sie falsch macht. Aber ich denke, dass das komprimiert aus der Zeit, die ich jetzt Karate mache, und das ist noch nicht ewig, aber es ist auch nicht sehr kurz, auf jeden Fall was ist, wo ich hoffe, dass mindestens eine Sache für dich nützlich war.